Sarvangasana. Legen Sie sich auf den Rücken. Legen Sie Ihre Hände neben den Körper mit den Handflächen nach unten. Heben Sie Ihre Beine, während Sie tief einatmen, und halten Sie sie oben. Heben Sie Ihren Körper, indem Sie sich auf Ihre Hände stützen. Strecken Sie Ihre Beine. Versuchen Sie, sich so weit wie möglich hochzuheben. Das Ziel ist, das Gewicht auf die Schultern zu verlagern, während die Hände den Rücken stützen. Lassen Sie Ihren Körper langsam zum Boden zurück und atmen Sie dabei aus. Die Sarvangasana verstärkt den Blutkreislauf zum Gehirn und zum Herzen. Außerdem stärkt sie Ihre Schultern, den Rücken, die Ellenbogengelenke, die Arme und den Hals. Sarvangasana. Legen Sie sich auf den Rücken. Legen Sie Ihre Hände neben den Körper mit den Handflächen nach unten. Heben Sie Ihre Beine, während Sie tief einatmen, und halten Sie sie oben. Heben Sie Ihren Körper, indem Sie sich auf Ihre Hände stützen. Strecken Sie Ihre Beine. Versuchen Sie, sich so weit wie möglich hochzuheben. Das Ziel ist, das Gewicht auf die Schultern zu verlagern, während die Hände den Rücken stützen. Lassen Sie Ihren Körper langsam zum Boden zurück und atmen Sie dabei aus.